Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Dragoon für die PS1. Im letzten Part haben wir Kongols Dragoon Spirit bekommen, endlich. Nachdem ich den seit Ewigkeiten hätte holen können, theoretisch. Und ja, wir sind jetzt hier beim Team aus Rose und Dart. Und wollen uns hier einmal das Item holen, was wir hier schon gesehen hatten. Eine brennende Welle, ja, toll. Naja, wie auch immer. So, wieder hier gen Norden. Und dann schauen wir doch mal, was sich hier unten befindet. Ja, Rose? Dart, kannst du bitte kurz warten? Er ruft mich dort herüber. Okay. Gut, da dürfen wir also noch nicht lang. Meinetwegen. Und schon wieder drei Drachen. Ja, natürlich. Ja, ihr Mistviecher. Ich mag die Viecher nicht. Die haben mir im letzten Part ja so ein bisschen Probleme bereitet. So ganz minimal. Ja. Funkendynamo! Funkendynamo! Genau das. Zorn des Drachen. Okay, scheint irgendein Feuerspell auf jeden Fall zu sein. Was mir egal ist, denn da trägt die Rüstung, die sämtliche Feuerschäden negiert, da er ja ein Feuerdragoon ist. Beziehungsweise der Feuerdragoon. Gibt hier nur einen. Ach Mann, Rose, was machst du? Warum kriegst du den nicht mal besiegt? Schrei des Drachen, ach nee, nicht schon wieder. Mach doch sowas nicht, ey. Ja, ganz toll. Ich schau erstmal auf den hier. Auch wenn das so ein bisschen Verschwendung ist, aber lieber ihn schon mal sicher gekillt haben, als zu riskieren, dass er jetzt doch nochmal angreift und ja, nicht mehr Schaden nehmen, als ich aushalten kann. So, wir gehen erstmal mit Rose in die Dragoon-Form, mal wieder. Denn irgendwie... ist so meine HP-Zahl nicht ganz so das Beste. Und ich wollte diesen blöden Zustand auch wieder loswerden. Aber das ist ja dank des Sternrohrs auch gar kein großes Problem. Ne? Denn wir saugen die Energie des Gegners auf und scheißen sie auf den Boden, um uns damit zu heilen. Das kennen wir ja schon. Ist ja ein bekanntes Prinzip. Also bekannt dadurch, dass ich das schon gefühlt 10.000 Mal so gesagt habe. So, Gegner nimmt gut Schaden, wir nehmen ein bisschen was an Heilung. Leider hatten wir nicht genug SP, um in Dragoon-Form zu bleiben. Aber das ist jetzt auch kein großes Problem, denn wir sind wieder geheilt. Und wir sind den Angstzustand los. Sodass wir da auch weniger Schaden nehmen. Wobei der Schaden trotzdem noch ziemlich krass war. So. Funkendynamo. Nicht wahr? So. Warum darfst du eigentlich schon wieder angreifen, hä? Mistviech. So, Rose geht auf Verteidigung. Denn sonst überleben wir das Ganze hier nicht. So, und Dart geht auf den Angriff. So, irgendwie mit zwei Leuten ist das schon echt heftig. Vor allem, wenn wir halt drei Gegner haben.
Das ist schon ziemlich böse. Zorn des Drachen, ja, klar doch. Klar doch. Aber du machst zum Glück weniger Schaden, als ich mich heile. Von daher passt das noch. Funken-Dynamo! Ja, ja. Ich kann das. Ich kenne die Aussprache. Oh Mann. Naja. So, Level Up für Rose und für Dart. Sehr schön. Sehr, sehr schön, beides. Okay. Na dann wollen wir doch mal hier nach oben gehen, aber ich schmeiß noch mal ein Heil-Item rein. Eine Heilungsprise. Denn ich habe so ein bisschen Respekt. Ich wusste es. Ich kenne diesen Ort. Hier habe ich Michael zum ersten Mal getroffen. Düster Drache, es tut mir leid. Wir haben keine Zeit. Winglies sind mächtig. Mächtig genug, uns und unsere gesamte Art auszulöschen. Um die Menschen zu befreien, müssen wir dich opfern, Drache. Jetzt muss die Entscheidung fallen. Ausrottung oder Krieg? Wir wählen Krieg. Ich weiß nicht mehr, wie ich Sieg gesprochen habe. Egal. Der Dragoon Spirit, den der düstere Drache hinterlassen hat, und dieser neugeborene Drache werden die Speerspitze unseres Krieges bilden. Der Kleine braucht einen Namen. Schwarzer Strahlendrache, Michael. Wie wär's mit Michael? Roses Diener Drache, der düster Dragoon, der schwarze Strahlendrache Michael. Ein guter Name. Dann können wir jetzt gehen. Ja. Der echte Krieg hat noch nicht begonnen. Michael, erkennst du mich nicht? Ich tippe gerade auf Nein. Oh, Dart darf aber mitkämpfen. Okay. Aua. What the fuck? Ja, natürlich. Natürlich. Alter, verarschen. Will der mich hier komplett verarschen? What the heck? Ja. Ist jetzt natürlich die Frage, ne? Michael ist halt Finsternis. Habe ich irgendeinen guten Lichtzauber? Neutral, Wind, Wasser. Nö. Natürlich nicht. Dann greifen wir ganz normal an. Yes. Das. Ja. Das. Ha. Ich hoffe, dass wir Rosie irgendwie durchkriegen. Funken Dynamo! Null. Jo, perfekt.
Michael, ich bin's, Rose. Erkennst du mich nicht? Es scheint nicht zu klappen. Es ist außer Kontrolle, wie letztes Mal. Er hat den Stolz des Drachen vergessen und sich in ein bloßes, wildes Tier verwandelt. Es ist sogar noch wilder als Feuerbrand. Verdammt! Dann gehe ich mal mit beiden einfach auf Verteidigung. Okay. Ah, stimmt. Finsternisangriffe machen Rose ja nichts. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dadurch kann sie jetzt ein bisschen hochheilen. Machen wir jetzt Schaden? Einfach mal versuchen. Und wenn nicht, leveln wir damit immer noch den Zusatz ein bisschen auf. Nö, immer noch kein Schaden. Okay. Aber zumindest nicht mit Dart, sagen wir es mal so. Kann natürlich sein, dass Rose Schaden machen würde. Keine Ahnung. Ich will das aber auch jetzt gerade noch nicht ausprobieren. Muss ich sagen. Welch ein Drache. Er beugt sich weder dem Schwert noch der Magie. Woher willst du das wissen, dass Magie nicht wirkt? Egal. Der düstere Drache ist der gefährlichste aller Drachen. Er hat die stärksten Angriffe, die beste Abwehr und die höchste Beweglichkeit. Der düstere Drache ist also voll OP, ja? Das brauchst du mir nicht erzählen. Wie kann man ihn besiegen? Tja. Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich kann man ihn gar nicht besiegen, man muss einfach abwarten. Fände ich jetzt auf jeden Fall irgendwo nachvollziehbar, bei dem, wie der Kampf bisher gelaufen ist. So, wir heilen uns weiter hoch. Aber nur gut, dass wir vor dem Kampf mit Items geheilt hatten. Ansonsten wäre das ein bisschen böse geworden. Michaels Panzer ist eine spezielle Rüstung für den Düsterdrachen. Sie wehrt jeden feindlichen Angriff ab. Was sollen wir tun? Es gibt nur eine Schwachstelle. Welche? Sag's mir sofort. Ja, Rose? Wir hören aufmerksam zu. Das sieht schmerzhaft aus. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Ja, klar doch. Natürlich. Warum nicht? Aber zum Glück war das ein Spell, sodass Rose keinen Schaden frisst. Aua. So, mal gucken, wenn Rose angreift. Ist ihm das genauso egal? Dämonentanz. Ja, ist es. Okay. Dann also tatsächlich weiter einfach verteidigen. Okay. Dieser Angriff sieht so böse aus. Ich bin so froh, dass Rose davon keinen Schaden nehmen kann. Weil das wäre echt heftig. Das würde sie nicht überleben. Aber ich bin ja vorbereitet. So, na? Himmel, was soll ich tun? Ich kann die Schwachstelle nicht nennen. Ich weiß nicht. Nennen wir die Schwachstelle? Nein. Doch, es muss. Wenn ihr den schwarzen Laser feuert, sinkt seine Abwehr für eine Sekunde und deckt sein Herz auf. Das ist seine Schwachstelle.
Okay. Das heißt, wir müssen wirklich darauf warten, dass er den schwarzen Laser abfeuert, ja? Und dann in dem Moment in irgendeiner Form zuschlagen. Okay. Ja. Oder ist damit gemeint, nachdem er den abgefeuert hat, können wir angreifen? Nee. Hä? Ich verstehe gerade nicht ganz, was das Spiel mir sagen will. Aber zum Glück macht er nur das Ding. Weil ansonsten würde Dart jetzt wahrscheinlich bald drauf gehen. Okay. Bin mir gerade echt unsicher, was das Spiel mir sagen will. Okay, greif weiter Rose an, ist kein Problem. Jo, kriegen wir auch hin. Aber trotzdem, was willst du mir sagen, Spiel? Ups. Das nicht. Okay. Hier hatten wir jetzt letzte Mal kurz danach so eine Anzeige. Wo diese Laserkanone wieder geschlossen wurde. Dämonentanz. Nö. Hä? Ich check's grad nicht. Ich raff's grad echt nicht. Also sorry. Oder natürlich, das ist ein einzelnes, ein eigenständiges Ziel. Das kann es natürlich noch sein. Moment. Ah, Michael Kern. Okay. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Okay, so kann ich ihm Schaden machen. Gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Weiter auf den Kern schlagen. Jo, sehr schön. Sehr, sehr schöner Schaden. Und der ist auch gleich weg, der Kern. Zack. Das sollte es gewesen sein. Ah. Okay, I see. Das war interessant. Definitiv. Vor allem, wenn man, so wie ich, erst nicht kapiert, was das Spiel einem sagen will. Dann wird das besonders interessant. Hey, bei den Level Up. Nice. Der Körper eines Drachen kann enorme Strapazen erleiden.
Sein Herz hingegen nicht. Nach vielen Kämpfen wird er wild und beginnt, wahllos Leute anzugreifen. Am Ende gehorcht er nicht einmal den Befehlen eines Dragoons. Deshalb habe ich Michael getötet. Mit diesen Händen habe ich ihn umgebracht. Du hast genug in die Vergangenheit geblickt. Du hast 10.000 Jahre gelebt, weil du nicht wolltest, dass uns die Zukunft genommen wird, nicht wahr, Rose? Du hast recht. Danke, du hast mich daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Wir müssen Albert und die anderen finden. Und dann müssen wir zum Kern des Mondes. Das stimmt wohl. Hier nochmal kurz umschauen, ob hier noch irgendwas mir angezeigt wird. Aber nö, ist nix. Okay. Dafür kommt jetzt natürlich nochmal ein Zufallskampf. Was ist das für ein Flugviech? Irgendeine Weavern. Luftkampf. Okay. Ja, gut. Bams. Funken-Dynamo. Oh, und weg mit dem flinken Drachen. Der hat mich lang genug genervt. Oder oft genug genervt, sag ich mal. In diesem und dem letzten Part. Okay, das Viech macht ganz gut Schaden. Aber ich vermute mal, es hält nicht allzu viel aus. Na, schade. Das war blöd. Hey. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er... What the fuck? Dass er sich nach den 300 Schaden schon im gelben Bereich befindet. Dass er wirklich verdammt wenig aushält. Aber scheinbar nicht. Naja. Ach komm schon. Warum verkacke ich den Zusatz denn jetzt die ganze Zeit? So, Dart, werd mal zum Dragoon. Dann hältst du mehr aus. Und dann hauen wir jetzt mal als Dragoon ordentlich rauf. Würde ich mal sagen. So, ach komm, machen wir einen normalen Angriff. Ich glaube, da brauchen wir keine MP verballern. Wir kriegen sogar einen Perfekt hin. Schön. Sehr nice. Okay. Das hat doch gepasst. Sehr, sehr schön. Okay, ich will hier aber noch den einen Weg da gehen, den wir schon gehen wollten und dann von Rose aufgehalten wurden. Ach nee, nee, nicht noch ein Zufallskampf. Nein, warum denn? Ach, ihr Schweine. Ihr Schweinehunde. Ich hab doch keinen Bock auf Zufallskämpfe. Naja. Okay, okay, alles gut. Kriegen wir hin, bestimmt. So, du verteidigst erstmal kurz, damit du eventuell gegen dich gerichtete Angriffe aushältst. So, flinker Drache. Ach man, schon wieder ein Gegenschlag. An der Stelle, man hat halt wenig Zeit. Und ja, da kriege ich den in den seltensten Fällen dann hin. Jo, danke, dass ihr beide angreift. Dadurch darf... Nee, darf Dart nicht nochmal verteidigen. Weil ich glaube, wenn ich den jetzt durchkriege, ist der flinke Drache hier weg. Hoffe ich zumindest. Nicht? Kacke. Aber Rose ist dran. Okay, jetzt ist er weg. Definitiv. Da kann auch nochmal ein Gegenschlag kommen. Okay.
Auch wieder an der Stelle, die sehr... Ja, wo ich sehr wenig Reaktionszeit habe. Okay. Aua. Du blöder Luftkampf. Ich krieg schon wieder das Kotzen, weil ich diesen Zusatz nicht hinbekomme, ne? Und dass ich den verkacke, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Naja. Yo. Böser Schaden gegen Dart. Warum denn? Warum verkacke ich immer an dieser Stelle, ey? Es ist doch zum Kotzen. Na bitte. Haben wir doch nochmal einen Funkendynamo rausbekommen, ja? Beziehungsweise generell einen kompletten Zusatz gegen das Luftviech. So, gut. Aber ich gehe jetzt trotzdem noch da rein. Ich habe zwar die, das Gefühl, dass wir jetzt gleich nochmal ein längeres Gespräch triggern, weil wir wieder bei unseren Freunden sind. Aber wer weiß das schon? Nee, sind wir nicht. Okay. Ich würde gerne speichern. Ne? Aber... Ich darf ja nicht. Ah, perfekt. Den richtigen Weg gewählt. Schwein gehabt. Dart, Rose! Es war richtig, hier zu warten. Es scheint euch allen gut zu gehen. Natürlich, wir können nicht fallen, bevor wir unseren Auftrag erfüllen. Aber bevor wir jetzt aufbrechen, sollten wir Informationen austauschen. Ja, macht das. Danke, dass es dafür eine Schwarzblinde gibt. Aha. Dol war im Land der Gigantos. Um die Gigantos zu retten. Er war nicht der grausame Onkel, für den wir ihn hielten. Aber Dol hat trotz allem König Carlo getötet. Ich denke, wir... was? Ich denke, wir werden herausfinden, was der Mond uns sagen will, wenn wir Dol begegnen. Außerdem glaube ich, dass wir es ohnehin sehen müssen, um weiterzukommen. Angesichts des momentanen Standes der Dinge. Das stimmt. Lasst uns jetzt in die Stadt gehen. Das werden wir. In der nächsten Folge. Truppe nehmen wir mit Albert und Kongol. Albert und Kongol. Und wir schauen uns dann hier im nächsten Part ein wenig weiter in der Stadt um. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.